Hallo, der verzweifelte Versuch Nummer 4, dieses Video zu drehen. Wenn mein Nachbar noch einmal mittendrin anfängt zu bohren, kriege ich wahrscheinlich einen Ausraster und dieses Video wird niemals online gehen. Es ist unfassbar. Ich fange an zu sprechen, so 1 bis 2 Minuten, denke, okay, jetzt ist er wohl endlich fertig und dann geht es wieder los. Und ja, ich könnte das Video schneiden, aber da er immer ganz plötzlich mitten in irgendeinem Satz anfängt und ich dann keine Ahnung mehr habe, wo ich stehen geblieben bin, würde ich dieses Video gerne an einem Stück abdrehen und hoffe, dass er seine verdammte Bohrmaschine jetzt eingepackt hat. Da ich jetzt in der passenden aggressiven Stimmung für dieses Video bin, fangen wir direkt an, denn es geht heute um Klischees in Büchern, die ich nicht leiden kann. Ich hatte euch ja schon mal ein Video abgedreht zu Klischees und altbekannten Mustern, die ich tatsächlich gerne mag. Das verlinke ich euch natürlich auch. Und heute soll es darum gehen, was ich eben nicht mag, was mich dazu bringt, ein Buch gar nicht erst zu kaufen, wenn es auf dem Klappentext steht, jetzt hämmert er, das ignorieren wir, oder ein Buch abzubrechen. So, der erste Punkt, den ich nicht leiden kann, ist der klischeehafte schwule beste Freund. Und ich will jetzt mal von Anfang an direkt klar machen, dass es mir hier weder um die sexuelle Orientierung geht, noch um Mann oder Frau oder sonst irgendwas. Ich hoffe, ihr kennt mich gut genug, um zu wissen, dass ich solche Gedanken nicht habe. Sondern es geht mir darum, dass der schwule beste Freund sehr oft einfach zum Accessoire verkommt. Also er verliert seine Menschlichkeit. Er ist einfach nur zur Unterhaltung da. Er soll einfach nur witzig und stylisch und irgendwie niedlich sein. Und es geht nicht um ihn als Mensch. Zumindest in den Büchern, die eben furchtbar schlecht gemacht sind. Und es ging mir schon sehr, sehr oft so, dass ich ein Buch gelesen habe und es wirklich überhaupt nicht gut fand. Also irgendwo aus der Sparte Liebesroman, da kann es sowohl um erwachsene Frauen gehen, als auch New Adult oder ähnliches. Und als dann der schwule beste Freund noch aufgekreuzt ist, in seiner typischen, übertriebenen Art und Weise, habe ich das Buch abgebrochen. Tatsächlich schon mehrmals. Wenn das alles gut ins Buch eingebunden ist, habe ich wirklich überhaupt gar nichts dagegen. Aber in vielen Büchern ist es, wie gesagt, er ist ein Accessoire. Ich finde es ganz, ganz furchtbar. Was ich auch nicht leiden kann oder nicht mehr, muss man vielleicht sagen, weil es mittlerweile unfassbar gehäuft vorkommt, ist der abgewrackte Kommissar, gerne in irgendwelchen skandinavischen Krimis oder Thrillern. Das mag ich einfach schon so vom Gefühl her nicht. Also ich habe noch gar nicht mal so oft Bücher mit abgefragten Kommissaren gelesen, aber ich sehe es auf den Klappentexten ständig. Und dann habe ich irgendwie schon keine Lust, wie gesagt, es zu kaufen oder mitzunehmen, weil ich denke, oh Mann, das ist so das Übliche. Und ihr wisst vielleicht, dass ich die Hjort und Rosenfeld-Reihe liebe mit Sebastian Bergmann. Und ja, das ist ein abgefragter Kommissar und die finde ich wirklich toll. Aber das reicht mir dann auch. Also ich brauche da nicht noch 100.000 andere Reihen, Einzelbände, was auch immer mit Kommissaren, die trinken, die ihre Familie verloren haben, die eigentlich nicht mehr in ihrem Beruf arbeiten, weil sie dazu nicht in der Lage sind. Aber dann gibt es doch irgendeinen Fall und dann mischen sie sich doch ein und eigentlich finden es alle total blöd und können ihn auch nicht leiden. Aber am Ende ist er halt doch der Held des Tages. Bin sicher, ihr kennt alle das Prinzip und mit Sicherheit gibt es da einzelne Dinger, die super sind. Und wenn mich der Rest drumherum, der Fall und so weiter extrem anspricht, ja, dann würde ich es trotzdem kaufen und lesen. Es ist jetzt für mich kein hundertprozentiges Ausschlusskriterium, aber ich merke, dass ich schon die Augen verdrehe, wenn mir das mal wieder begegnet. Es ist einfach so. Und im Übrigen hat man das auch sehr oft bei Fitzek. Also die Kommissare, die sind nicht unbedingt, oder es sind ja nicht immer Kommissare, sondern es sind ja auch oft irgendwie Psychologen, Privatmenschen, was auch immer, sind nicht immer unbedingt abgefragt, aber haben sehr, sehr oft ihre Familie verloren und dann hat der Fall irgendwie damit zu tun und bla. Bla, das trifft es ganz gut. Was ich außerdem nicht mag und was mir manchmal im Nachhinein, oder was manchmal im Nachhinein dazu führt, dass ich Bücher ein wenig schlechter bewerte, ist, wenn wir einen Liebesroman haben oder Roman mit eingebundener Liebesgeschichte, was auch immer, und es auch ein gutes Buch sein mag, wirklich und gut geschrieben und tolle Protagonisten, schöne Geschichte, was auch immer, und dann kommt der Epilog oder das letzte Kapitel und dann ist so Happy End Overdose. Also dann sind sie natürlich verheiratet, meistens auch schon innerhalb kürzester Zeit dann nach dem
Ende der eigentlichen Geschichte, haben 2,2 Kinder, nein, haben zwei Kinder, Junge und Mädchen und dann das Allerschlimmste. Also das finde ich schon too much. Ich mag, das ist einfach 0815, das ist so, ja, happily ever after, aber irgendwie schlecht gemacht. Und wenn die Kinder dann noch bedeutungsvolle Namen haben, die gerne mal nach verstorbenen Elternteilen, Geschwistern oder im allerbesten Fall eine Kombination aus verschiedenen Namen sind, kriege ich ein bisschen die Krätze. Das, nee. Verheiratet, zwei Kinder, junge Mädchen und dann noch benannt nach irgendwelchen Menschen, die vorher schon eine Rolle gespielt haben, das finde ich echt too much. Wirklich. Schön, wenn sie glücklich sind und heiraten und Kinder haben und überhaupt, aber muss man mit so einem verkitschten Epilog, wenn teilweise das Buch gar nicht mal so verkitscht war, dann noch so dieses unnötige Sahnehäubchen, das ich nicht bräuchte, draufsetzen? Das ist wirklich, ich weiß nicht, ich mag das nicht. Letztendlich, eigentlich mag ich Epiloge und eigentlich mag ich auch eben noch so einen Ausblick zu haben, wie es mit den Leuten weitergeht. Jetzt nicht nur bei irgendwelchen Liebesgeschichten, sondern generell finde ich Epiloge oft toll. Ich kann oftmals, ehrlich gesagt, auf den Prolog verzichten, weil ich den eh vergessen habe irgendwann. Aber den Epilog mag ich gerne, aber nicht auf diese Art und Weise. Nein. Dann gibt es noch eine weitere Sache, die mir eingefallen ist und auch das werdet ihr alle kennen. Und das ist die graue Maus, die aber trotzdem, ohne dass sie es merkt, von allen Jungs oder Männern in ihrer Umgebung angehimmelt wird. Ich hasse es. Ich hasse es. Protagonistinnen dürfen gerne nicht wunderschön sein, dürfen irgendwie ein bisschen nerdig sein, dürfen, ja, weiß ich nicht, nicht der Cheerleader-Typ sein, total gerne und dürfen auch über sich denken, ja, irgendwie wäre ich schon gern anders, aber das ist total okay. Aber was nicht okay ist, ist, wenn ihr trotzdem alle Typen zu Füßen fallen, ihr alles geben, was sie will, sie anhimmeln und sie rumschabenzeln und sie trotzdem immer denken, oh, keiner hat mich lieb. Oh, ich wünschte, ich hätte auch mal einen Freund, aber es interessiert mich ja, interessiert sich ja keiner für mich. Und wir wissen alle, was das Paradebeispiel dafür ist, nämlich natürlich Bella Swan. Übrigens, es ist mir echt wirklich peinlich, aber ich habe ja die Twilight, also als ich Twilight gelesen habe, ist mir nicht peinlich. Also es hat zu der Zeit gepasst, ich war jung und keine Ahnung, es hat mich unterhalten, darum geht es mir nicht. Also ich habe Twilight gelesen, alle Bände, innerhalb kürzester Zeit, ich gestehe. Und ich weiß gar nicht, wann ich sie gelesen habe, aber ich war noch relativ jung. Auf jeden Fall habe ich nie kapiert und ich habe es ernsthaft, weil ich nie mehr drüber nachgedacht habe, jetzt erst kapiert, als ich dieses Video vorbereitet habe, dass der Name Bella Swan, ne, schöner Schwan, ich habe es nicht kapiert. Ich schäme mich ein bisschen. Aber ich habe wirklich nie wieder drüber nachgedacht und die Filme, ich habe sie teilweise gesehen, aber ich fand die Filme richtig, richtig schlecht, also auch damals schon, als ich die Bücher noch mochte. Das ist eine erstaunliche Erkenntnis, die ich durch dieses Video gewonnen habe. Ich hoffe, dass da draußen ein paar von euch sind, die jetzt auch so einen Aha-Moment haben und es nicht kapiert haben. Bitte, bitte. Es ist mir nämlich echt ein bisschen peinlich. Aber naja, auf jeden Fall kann ich das überhaupt nicht leiden. Und wie gesagt, sie ist ja das Paradebeispiel dafür. Ganz furchtbar. Ja, das waren ein paar Klischees, die ich überhaupt nicht leiden kann. Wie gesagt, es kommt immer drauf an, auch wie das drumherum so gestaltet ist, ob das Buch generell gut oder schlecht geschrieben ist, also für den subjektiven Geschmack. Aber das sind schon so ein paar Punkte, die ich nicht besonders leiden kann und die es mir schwerer machen, ein Buch zu mögen sozusagen. Also wenn ein Buch schon mit solchen Klischees beginnt, dann merke ich schon, dass ich sehr viel kritischer an das Buch rangehe und ich finde auch zu Recht, weil es gibt einfach so viele andere Motive, die man verwenden kann oder ja, mit denen man auch so ein Alleinstellungsmerkmal herstellen kann. Das muss einfach nicht sein. So, das war erstmal alles zu dem Thema. Falls mir noch mehr einfällt, werde ich mich irgendwann wieder zu Wort melden. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!